Also ich bin Alexander, bin 15 Jahre alt. Ich bin Felix und bin 14 Jahre alt. Ich bin Max und ich bin 17 Jahre alt und wir haben das Projekt Newsbox. Die Newsbox ist eine kleine Box, die man sich dann ins Zimmer stellt, wo dann die Nachrichten dran angezeigt werden, die dann im Wechsel sind. Unser Problem, was wir damit lösen, ist die Bequemlichkeit, dass man jetzt zu Hause ist. Wenn man jetzt zu Hause ist, dass man dann jetzt in einen Raum geht, da jetzt irgendwelche Arbeiten macht und jetzt dann zu faul ist, jetzt den Fernseher anzumachen, um jetzt die Nachrichten zu gucken, dass man mit der Box dann einfach jetzt nur da drauf guckt, dass man dann einfach einen kurzen Überblick, was am Tag passiert ist, dann bekommt. Für unsere Newsbox haben wir einen Raspberry Pi verwendet, der hinten an einem 7 Zoll Touchscreen montiert ist. Und der Raspberry Pi bindet die Nachrichten über WLAN aus dem Internet ein. Ich möchte euch das einmal kurz zeigen, wie das aussieht. Also ganz oben ist die Schlagzeile zu sehen, darunter ist der Stand und hier kann man dann mehr von der Schlagzeile sehen und wie wir eben schon gesehen haben, das schlägt alle 5 Sekunden um. So, jetzt was zu den technischen Daten. An sich läuft im Hintergrund eigentlich nur ein Webserver, also eigentlich ist das nur eine Website, die aufgebaut wird. Die Daten kommen an sich von der Datenparty, dann nochmal herzlichen Dank, dass wir die benutzen dürfen. Und das ist eben genau diese JSON-Datei, die wird halt einmal ausgelesen, dann wird einmal nach den Artikeln einmal die ganzen Überschriften halt geladen und über JavaScript wird dann praktisch immer ein Counter, ein höher gezählt, sodass praktisch immer ein Artikel nur dargestellt wird und nach 5 Sekunden halt die Seite einmal neu geladen wird halt mit dem nächsten Artikel. Und wenn die Nachrichten einmal durch sind, dann geht er wieder auf 0 zurück und wenn halt eine neue Liste mit neuen Nachrichtendateien da ist, dann lädt er die runter oder halt wenn nicht, dann fängt er wieder von vorne an und geht hier halt einmal nochmal komplett durch. So, und jetzt erzählt euch Felix noch ein bisschen was zum eigentlichen Projekt. Ja, eigentlich hatten wir noch vor, die Nachrichten mit einem Laserprojektor an eine Wand zu werfen. Das haben wir jetzt nur wegen der kurzen Zeit nicht mehr realisieren können. Und wir hatten eigentlich auch noch vor, dass wir Kategorien einstellen, die dann personalisierbar abrufbar sind. Und in der Zukunft haben wir geplant, dass wir dann noch eine Uhrzeit und das Datum dann bei den Nachrichten einblenden und das Wetter, wie es draußen ist und die aktuellen Temperaturen, die im Raum sind, so dass man es dann als eigentlich so eine Art Gerät sehen kann, was dann alle Daten aufbereitet und dann einfach so dann machen kann.